Fans von Pikachu, Anton und Co. dürfen endlich wieder aufatmen. Mit Pokémon Colosseum kommt nach Pokémon Stadium für das N64 wieder einmal Episode für eine stationäre Konsole. Nach den Rubin- und Saphir-Spielen für den Game Boy erscheint die Kämpferreihe nun für den GameCube. Das Spiel ist im Wesentlichen in zwei Teile aufgespaltet. Im Battle-Modus tragt ihr mit euren kleinen Säcken Kämpfe aus, im neuen Rollenspielmodus wird das Ganze durch eine Handlung verbunden. Widmen wir uns also erst einmal dem Rollenspielteil. Mit Pokémon Colosseum will Nintendo die Serie in eine etwas erwachsenere Richtung bringen, was sofort zu Beginn des Spiels sichtbar wird. In einer leicht Endzeit angehauchten Atmosphäre übernimmt ihr die Kontrolle über einen Teenager, der nebenbei noch ein erfahrener Pokémon-Trainer ist. Als er beschließt, das Team, für das er arbeitet, zu wechseln, lässt er noch einen äußerst wertvollen Gegenstand mitgehen. Mit der Snatch Machine ist es ihm und also auch euch möglich, Pokémon in Kämpfen von ihren Trainern zu mopsen. Allerdings könnt ihr nicht alle Gattungen stehlen. Die sogenannten Krypto-Pokémon sind bemitleidenswerte Geschöpfe, die von ihren Trainern misshandelt wurden. Eure Aufgabe ist es dann, sie im Kampf so weit zu schwächen, dass sie sich stehlen lassen. So päppelt ihr sie wieder auf, gebt ihnen wieder Vertrauen in die Menschheit und macht sie voll kampffähig. So folgt ihr also der linearen Handlung, tätigt in den Städten und Dörfern eure Einkäufe und nehmt natürlich an ausgedehnten Kämpfen oder Turnieren teil. In den Pokémon-Centern, die ihr in jeder Stadt findet, dürft ihr eure geschwächten Kämpfer heilen lassen. Obwohl die Kämpfe sehr schön gemacht sind und die Atmosphäre durchweg sehr gut ist, kann der Rollenspielanteil von Pokémon Colosseum seine flache Story nicht verstecken. Ihr werdet eigentlich nur von Kampf zu Kampf geleitet, Nebenaufgaben oder Minispiele sucht ihr vergebens. Auf einer Weltkarte wählt ihr euer nächstes Reiseziel aus, versteckte Orte gibt es also nicht. Die Spielzeit des Rollenspiels beträgt ungefähr 25 bis 30 Stunden, wer aber wirklich alle Pokémon sammeln will, ist deutlich länger beschäftigt. Interessant ist die Möglichkeit, mit GBA und Linkkabel eure Pokémon aus den Rubin- und Saphir-Modulen ins Spiel zu bringen. So kommt ihr auf über 200 Pokémon, die ihr einsetzen könnt. Wer keine Lust auf Handlung hat und einfach nur kämpfen will, ist mit dem Battle-Modus am besten beraten. Hier tragt ihr dann ohne Umschweife Duelle aus. Von Schnellmatches bis zu Ausdauerkämpfen ist alles dabei, was man sich als Pokémon-Fan wünscht. Darüber hinaus habt ihr hier die Möglichkeit, mit bis zu drei Freunden gegeneinander anzutreten. Wie bei Final Fantasy Crystal Chronicles braucht ihr aber dafür drei GBAs und Linkkabel. Macht zwar auf der einen Seite Sinn, wenn man seine Pokémon aus Rubin oder Saphir importieren will, auf der anderen Seite hätte es aber auch gelangt, wenn man die Kämpfer speichern könnte und einfach nur mit einem Pad loslegen kann. Aber naja. Pokémon Colosseum ist für Fans ein absoluter Pflichtkauf, alle anderen sollten sich aber nach einer vernünftigen Rollenspielalternative umsehen. Auch wenn uns der Grafikstil sehr gut gefällt, mich erinnert er ein wenig an Skies of Arcadia, wäre technisch weitaus mehr drin gewesen. Es wirkt in Sachen Texturen ein wenig wie ein N64-Spiel mit höherer Auflösung. Aber auch hier werden sich Pokémon-Fans daran nicht stören lassen.